Steinböcke, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Monat Mai 2021. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich möchte diesmal auch ein ganz besonders großes Dankeschön in die Runde werfen, denn Kings & Queens Tarot wird 2 Jahre alt und das dank eurer Unterstützung. Also vielen, vielen herzlichen Dank für alle, die hier den Kanal abonniert haben, die Videos liken, die wunderbare Kommentare und Botschaften schicken und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die den Kanal mit Spenden unterstützen. Das freut mich sehr. Und natürlich möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen, die hier zum ersten Mal mit dabei sind. Also ich hatte es ja schon erwähnt, das ist eine allgemeine und auch intuitive Legung. Und das kann durchaus bedeuten, dass der ein oder andere von euch sich hier nicht wiederfindet in der Legung oder sich ergänzende Botschaften wünscht, ja, und dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne eines der anderen Videos anschauen zu eurem Aszendenten, zu eurem Mond oder auch zu eurer Venus und dann findet ihr dort vielleicht ergänzende Botschaften oder auch die Informationen, die für euch mehr von Bedeutung sind. Und wer ganz konkrete Fragen hat, darf natürlich auch gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr den Link zu meiner Website. Und darüber könnt ihr mich dann auch sehr gerne direkt kontaktieren. Ja, für gewöhnlich spreche ich die Themen Beruf und oder auch Beziehung an. Allerdings habe ich auch festgestellt, in diesem Monat, ich habe ja schon einige der Monatsreadings gemacht für die anderen Sternzeichen. Ja, da sind die Botschaften doch auch mal wieder eher spirituell, ja, die größere oder höhere spirituelle Vogelperspektive, die sich da abzeichnet. Und schauen wir aber einfach mal, was bei euch so zum Vorschein kommt. Königin und Könige sind in diesen allgemeinen Legungen geschlechterunabhängig. Die können sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Hier haben wir schon eine. Auch der Herrscher und die Herrscherin, die können andere Personen anzeigen, mit denen ihr im Moment vielleicht viel zu tun habt. Die können aber auch durchaus eure eigenen Energien anzeigen. Und zwar verweisen die Königinnen mehr auf die Innenschau, ja, wie ich innerlich mit einem Thema umgehe. Und die Könige geben eher so die äußere Handlungsebene wieder. Okay, die Karten sind auf dem Tisch und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen in meiner Vorrede. Wir fangen einfach an, wie immer mit der ersten Karte. Wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich diese als Themenkarte lese. Ja, also so ein bisschen die Energie, die in diesem kommenden Monat jetzt ein bisschen ja, vorherrschend ist. Ja. Und bei euch ist es die Welt und ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Readings diesen Monat sind eher so ein bisschen spirituell orientiert und die Welt ist ja durchaus auch eine ziemlich intensive spirituelle Karte. Generell steht sie für Veränderungsprozesse. Ja, hier gehen oft gewisse Situationen zu Ende und was Neues kommt, wobei das bei der Welt eben auch eher ein zeitlich längerfristiger Transformationsprozess ist, ja. In der ganz hohen spirituellen Schwingungsebene hat die Welt mit innerer Heilung, innerer Versöhnung auch zu tun, innerem Seelenwachstum, ja. Und insgesamt, ja, also dieses Thema des großen Wandels taucht also bei euch hier auch auf. Das kann sich natürlich in ganz unterschiedlichen Art und Weisen in eurem Alltag widerspiegeln. Das kann das ganze Leben betreffen, das kann einzelne Lebensbereiche betreffen. Ja, vielleicht habt ihr auch im Arbeitsumfeld Veränderungen, im privaten Umfeld Veränderungen. Das ja, muss man dann immer so ein bisschen schauen. Aber insgesamt sind wir hier seit Januar in einer ganz großen Veränderungsenergie und jetzt auch im Mai treten wir sozusagen in die zweite Phase ein. Ja, ich lege jetzt mal noch Klärungskarten dazu und dann schauen wir, ja, ob da noch ein paar Hinweise kommen. Da zeigt sich schon mal der Herrscher und der König der Münzen. Beides hat auch durchaus Steinbock-Energie, wobei der Herrscher zwar in der Hauptenergie eine Widderkarte ist, der hat aber auch, steht auch unter Saturn und hat eben deswegen auch durchaus Steinbock-Energie.
König der Münzen kann dir natürlich auch eure Erdsteinbock-Energie anzeigen. Allerdings sind beide Karten, die haben sich auch schon sehr präsent in den anderen Legungen präsentiert. Und gerade der Herrscher, wie gesagt, dadurch, dass auch eine Saturnkarte ist, steht eben auch für alle Ordnungsstrukturen, von denen wir umgeben oder beeinflusst sind. Das könnte zum Beispiel ein Arbeitgeber sein, es kann ein Vorgesetzter sein im beruflichen Umfeld, es kann aber auch ganze Firmenstrukturen anzeigen, es zeigt staatliche Strukturen an, auch Gesetzmäßigkeiten, Verordnungen, ja, alles, was eben unter Saturn-Einfluss und diesem ordnenden, strukturgebenden System steht, ja. Und der König der Münzen, unabhängig mal von Sternzeichen, steht für Stabilität. Auch eher so ein bisschen die Tendenz an, was festzuhalten, was bewahren zu wollen. Und mir scheint also in diesen Bereichen insgesamt, ja, gibt es Veränderungen. Der König der Münzen steht ja auch für insgesamt die materielle Ebene. Und mir scheint, hier kommt so eine Bewusstseinswandlung auch irgendwo. Oder wir gehen durch eine Bewusstseinswandlung, die durchaus dazu führen kann, dass wir weniger fixiert sind auf diese materielle Ebene, auf materiellen Besitz, auf Geld etc., ja, sondern andere Werte jetzt anfangen, mehr in den Fokus zu kommen. Das bedeutet nicht, dass wir überhaupt nicht mehr interessiert sind an der Materie oder an der materiellen Welt. Nur der Fokus verschiebt sich hier, denke ich, und das kann eben durchaus auch Einflüsse haben auf, wie gesagt, bestimmte Ordnungsstrukturen etc. Ja? Also, wie gesagt, diesen Monat ist es mehr so ein bisschen aus der Vogelperspektive, die Botschaften und die Legungen. Und hier haben wir ja jetzt die 10 der Kelche als Folgekarte. Und das könnte schon so ein bisschen das andeuten, was ich hier dazu gesagt habe mit der Fokusverschiebung. Ja? Die 10 der Kelche, Entschuldigung, ist die Karte der inneren Glückseligkeit, ja, der inneren Freude. Hier geht es aber nicht nur um den Einzelnen, sondern auch nach draußen in die Gemeinschaft. Ja. Die 10 der Kelche ist eine Karte, die ganz viel mit Kooperationen, Zusammenschluss, Gruppierungen zu tun hat, kann auch Familie, Freundeskreis und so weiter anzeigen. Auch durchaus Verbindungen, die eher in Richtung Wahlfamilie vielleicht gehen. Ja, man schwingt hier gemeinsam zusammen. Die hat zu tun mit auch Unterstützung, wie gesagt, Kooperation, Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte umsetzen und alles, was in diese Richtung geht. Ich denke, das geht hier schon durchaus so ein bisschen in diese, ja, der Fokus verschiebt sich so ein bisschen mehr auf, was macht mich glücklich im Leben, was wahrhaftig ist. Ja, also mal unabhängig vom materiellen Besitz, von dieser materiellen Ebene. Ja, hier haben wir die Königin der Münzen zum zweiten Mal. Ja. Und also ich denke, jetzt fängt so eine Zeit an, wo man sich auf der einen Seite viel stärker auf die eigenen Bedürfnisse besinnt, ja, sich da ernsthaft damit auseinandersetzt. Was ist mir wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich? Was habe ich auch vielleicht in mir, was ich nach außen geben kann? Wobei erstmal so der Blick nach innen im Vordergrund steht bei der Königin der Münzen. Und dann haben wir hier die 10 der Schwerter, Entschuldigung, die 4 der Schwerter noch daneben. Das ist die Karte der Vision und der Meditation, ja. Und ich denke, im Moment oder im Mai wird diese Tendenz für euch anhalten oder sich verstärken, ja, immer wieder diesen Kontakt nach innen zu suchen, zu gucken, geht es mir gut oder wie geht es mir überhaupt, was kann ich tun, was brauche ich, was tut meiner Seele gut, ja, auch so ein bisschen, was möchte ich entwickeln, wo möchte ich hin, gerade wenn es hier, wie gesagt, dann vielleicht auch Veränderungen gibt in den einen oder anderen Lebensbereich oder vielleicht sogar im ganzen Alltag, ja. Aber hier ist eben nicht dann in dem Sinne eine Panik
oder ja, eine Panik angezeigt, sondern man geht hier sehr bewusst mit diesen Veränderungen rum, macht sich hier sehr konstruktive Gedanken, ja, geht hier wirklich auf die Herzebene und schaut, was tut sich in meiner Herzebene, welche Inspirationen bekomme ich auf der Herzebene, was kann ich davon also nach außen geben, wo kann ich vielleicht andere unterstützen oder was brauche ich vielleicht auch von außen, ja, und kann das dann dementsprechend kommunizieren. Ja. Die nächste Karte, die wir hier haben, ist der Teufel, ist die Steinbockkarte. Ja, also der hat natürlich oft zu tun mit dem Thema Ängste. Ja, das Gefühl zu haben oder ja, das Gefühl zu haben, ich kann nicht so agieren, wie ich gerne möchte. Weil eben bestimmte Ängste da sind, ja, weil vielleicht Angst davor, vor einem Wechsel, vor einem Wandel da ist, weil es einen verunsichert, was sich daraus entwickelt, was da auf einen zukommt. Oder ich bin in bestimmten Verpflichtungen und habe bestimmte Verpflichtungen eingegangen, ja, wo ich das Gefühl habe, ich kann hier jetzt keine freie Entscheidung treffen oder das geht aus diesen und jenen Gründen nicht. Ja, das allerdings, denke ich, kommt tatsächlich in den Wandel und in die Auflösung. Ja, also wenn ich mir so den Rest der Legung anschaue, wer hier noch mit Ängsten und Zweifeln zu tun hat, ich denke, hier kommt diese Überwindung. Man lässt sich nicht mehr zurückhalten und nicht mehr einschränken dadurch. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass diese Ängste sich in nichts auflösen, diese können immer noch da sein. Sie sind dann aber nicht mehr in der Form so präsent, ja, dass sie mich blockieren. Ja, hier haben wir noch eine Karte, die mit Zweifeln zu tun hat. Die zwei der Schwerter, Ritter der Stäbe und die Sonne. Ja, also das ist genau das, was ich hier schon ein bisschen angedeutet habe. Ja, und es ist genau diese Disharmonie zwischen Herz und Verstand, die wir sehen auf der zwei der Schwerter, die eben oft dazu führt, dass ich eine ganze Weile vielleicht auch festhalte an Situationen, an Umständen, an Beziehungen, was auch immer, bei denen ich eigentlich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Ja, können auch Glaubensmuster sein, Denkmuster, Handlungsmuster etc. Irgendwas, wo man selbst das Gefühl hat, das tut mir nicht mehr gut, vielleicht auch schon länger nicht mehr gut. Und jetzt treten wir eben in diese neue Zeitenergie auch ein und die gibt unglaublich viel Kraft, Zuversicht und Rückenwind, ja. Und wir sehen hier ja den Ritter der Stäbe, den Pionier, der eben, wie gesagt, ja, der Pionier, der hat vielleicht auch Angst und Bedenken, aber der Mut ist größer, ja. Und die Freude letztendlich auch daran, sich weiterzuentwickeln oder auch die Sehnsucht, sich wieder lebendig zu fühlen, sich wieder frei zu fühlen, sich wieder bewegen zu können, Dinge umsetzen zu können, ja. Der hat schon auch sehr, sehr viel mit Lebensfreude und Kreativität und Schaffenskraft zu tun. Und dann haben wir hier noch die Sonne im Hintergrund, eine Löwekarte. Ja, auch die hat eben ganz, ganz viel mit Lebensfreude und Lebensenergie zu tun. Sich auch das vereint so ein bisschen das, was wir hier in dieser Position schon gesehen haben, die Sonnenkarte. Ja, die innere Freude wieder zu erleben, sich ausdrücken zu können, ja, das Leben letztendlich wieder mit offenen Armen umschließen zu können. Ja, das ist so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht und die wird zunehmen und stärker werden und irgendwann eben auch diese Ängste überwinden. Ja, und dadurch öffnen sich dann natürlich auch neue Türen, neue Tore. Ja. Das sehen wir hier schon in der Welt, in der Themenkarte. Ja, und die nächste Karte, die wir hier haben, ist die 9 der Kelche. Die ist ja immer sehr ambivalent. Ja, die kann durchaus anzeigen, dass man eine ganze Weile
versucht hat, dieses innere Brodeln, diese Gedanken, die einem da vielleicht durch den Kopf gehen, die Sehnsüchte, die da aufkommen, die so auszublenden, ja, und einfach durchzuhalten und zu sagen, ja, ich bleibe diszipliniert und ich mache das weiter. Und wie gesagt, ich bin vielleicht auch noch Verpflichtungen eingegangen, was auch immer. Und aber hier kann eben auch schon dieser Wandel mit angezeigt sein, weil in der neutralen Position hat die neue Kelche mehr mit Akzeptanz zu tun. Ja, ich akzeptiere jetzt erstmal auch diese Sehnsüchte, die hier aufkommen, und ignoriere sie eben nicht mehr, schiebe sie nicht mehr an die Seite, unterdrücke das nicht mehr. Ja. Ja, hier haben wir auch ganz wunderschön den Stern und die Liebenden. Ja, also wie gesagt, Zeit des Wandels auch irgendwo. Und wir haben hier zwei Wunschkarten. Also in der hohen Schwingungsebene hat die Neuner Kelche auch mit Wunscherfüllung zu tun. Und auch der Stern hat mit dem Thema Wunscherfüllung zu tun, mit dem Thema Vision, neue Visionen zu kreieren. Auch mit dem Thema der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Ja, man beschäftigt sich hier schon mit, was ist meine Aufgabe in diesem Leben, was möchte ich umsetzen. Hat auch damit zu tun, mit der Erkenntnis, dass man was ganz Wertvolles hier einzubringen hat, dass jeder Einzelne hier wirklich einzigartig ist, einzigartige Fähigkeiten und Talente mitbringt, ja, und die eben auch ja wirklich schenken kann in die Familie, in den Freundeskreis, in die Gesellschaft generell. Jeder hat hier was einzubringen, und der Stern hat auch mit dem Thema zu tun, dass jeder Einzelne hier Teil des göttlichen, höheren göttlichen, der höheren göttlichen Dimension letztendlich auch ist, ja. Also hier ist dieser ganze Mai-Monat, stellt viele Dinge auf den Kopf, bringt auch viel zum Vorschein. Der geht durchaus auch tief, ja, tief nach innen, in diesen Kontakt mit der eigenen Seele. Und dann haben wir hier noch die Karte, die Liebenden, die ist, glaube ich, in allen Legungen aufgetaucht bisher, die Karte der Herzentscheidung. Ja, und dieses Thema der Herzentscheidung ist, glaube ich, mit ein ganz wichtiges für diesen Monat. Auch nochmal in Bezug auf diesen ersten Punkt und auch in Bezug mit gewissen Ängsten, die hier vielleicht einen zurückgehalten haben. Ja, es ist jetzt wirklich Zeit, Herzentscheidungen zu treffen. Ja, wie gesagt, auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, was ist meine Aufgabe hier? Was möchte ich wirklich umsetzen? Was inspiriert mich? Was erfreut mich? Was gibt mir Kraft? Ja, was ist hier, oder ja, worin finde ich Lebensfreude etc.? Und das eben nicht mehr diesen materiellen Aufgaben, Herausforderungen und Bedürfnissen so komplett zu unterstellen, ja, sondern zu erkennen, das hat seine Berechtigung und ich darf mich damit auseinandersetzen und mehr noch, ich darf das auch leben, ja. Ja, das Thema Partnerschaft kann ja auch durchaus eine Rolle spielen bei der Karte die Liebenden. Partnerschaft natürlich im romantischen Sinne, aber auch darüber hinaus. Ja, auch Beziehung, darum geht es wahrscheinlich mehr. Das wäre wahrscheinlich der bessere Ausdruck. Wie beziehe ich mich mit dem Außen, im Freundeskreis, mit Familienmitgliedern, auf meiner Arbeitsstelle, aber oder auch mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, denn diese Karte hat sehr viel zu tun mit der Anerkennung des anderen, ja, der eben auch Teil dieses göttlichen Ganzen ist, ja, der eben auch wertvoll ist, der selber Bedürfnisse hat, der auch wunderbare Dinge zu geben hat. Und hier geht es mehr wirklich um einen sehr respektvollen Umgang miteinander. Und wie gesagt, ich denke, das wird sich spürbar ändern im ganzen Lauf des Jahres wahrscheinlich. Aber hier im Mai ist wirklich so ein ja, da öffnet sich irgendwie diese Tür in diese Richtung, ja.
Die nächste Karte, die wir hier haben, ist die 7 der Münzen, die Gärtnerkarte. Und die hat ja immer so ein bisschen zu tun, auch mit dem Thema Frust und Hoffnung, ausharren, dass sich die Dinge im Außen verändern. Ja, und wenn die sich dann nicht verändern, dann kommt man eben auch eher in den Frust und irgendwann kommt man auch an den Punkt, wo man dann vielleicht von sich oder für sich selbst erkennt, die Veränderung fängt in mir an. Ja, wenn ich mich bewege, bewegt sich auch das Leben sozusagen. Und ich denke, das ist so ein bisschen das, was die neun, was diese 7 der Münzen hier auch zum Ausdruck bringt, ja. Man hat hier eine ganze Weile mitgemacht, ausgeharrt, die Zähne zusammengebissen, vielleicht sich angestrengt, ja. Aber jetzt sind die Grundenergien einfach andere und dadurch eröffnen sich eben neue Türen. Das ist ja oft das, worauf diese einzelne Münze hier hinweist, ja, dass ich meinen Fokus auf bestimmten Punkten habe, ja, was wird von mir erwartet, was muss ich hier erfüllen, ich habe Rechnungen zu bezahlen und so weiter. Und man hängt dann dadurch in diesem Hamsterrad irgendwo drin und hat das Gefühl, man kann nicht aussteigen. Und jetzt mit diesen neuen Energien, in die wir hier eingetreten sind, öffnet sich der Blickwinkel und ich kann anfangen, Alternativen für mich wahrzunehmen. Ich kann auch neue Gedanken zulassen und mich damit mal beschäftigen und auseinandersetzen und die nicht einfach nur, ja, wie gesagt, dann vielleicht auch so abtauchen und die außen vor lassen. Und ja, ich denke, das ist genau das, was diese 7 der Münzen hier anzeigt, ja, dass man anfängt, hier wirklich diesen Blickwinkel zu erweitern. Ja, 6 der Schwerter, die ja auch hier zum Schluss nochmal kommt und die eben auch ganz und 8 der Kelche. Ja, also beides Bewegungsenergien, diese Zeit des Ausharren und versuchen es auszusitzen oder auszublenden, die ist wirklich vorbei. Wir haben hier auf der einen Seite eben diese geistige, mentale Weiterentwicklung, sprich, ich lasse mich auf neue Gedanken ein. Und auch 8 der Kelche, auch die hat diese Vorwärtsbewegung, ja, ich verlasse den Status quo. Das bedeutet nicht zwingend, dass für alle jetzt Umzüge anstehen oder ähnliches. Es geht mehr um die innere Weiterentwicklung, ja, also hier auch auf der emotionalen Ebene. Die 8 der Kelche hat eben auch mit dem Thema Mut zu tun, ja, Mut, sich auf Neues, auf Veränderungen einzulassen, Mut, neue Wege auszuprobieren. Wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen durchaus. Aber auch hier ein ganz deutlicher Hinweis, ja, dieses Ausharren, das funktioniert einfach nicht mehr. Es fängt wirklich an, in uns jetzt ja, so ein Drängen aufzukommen, gewisse Sehnsüchte aufzukommen, ja, eine gewisse Inspiration eben auch, die sich verstärken und die mit diesen Themen hier zu tun haben, ja. Ja, ich lasse es da mal so stehen. Ganz schön hier die Kraftkarte in der zentralen Position, noch eine Löwekarte, die eben genau das nochmal so zusammenfasst, was sich hier schon gezeigt hat. Denn die hat ja auf der einen Seite genau mit dieser Aufmerksamkeit zu tun, mit der ich eben nach innen schaue und mich auch mit meinen eigenen Ängsten zum Beispiel auseinandersetze, ja. Was hält mich zurück, gewisse Veränderungen in meinem Leben zuzulassen? Was hält mich zurück, das zu leben, was ich wirklich, woran ich wirklich glaube für mich, etc. Und auf der anderen Seite die Auseinandersetzung mit der eigenen Herzebene. Ja, was macht mich denn glücklich? Was gibt mir Freude? Was gibt mir Kraft? Etc. Ja, also wunderschön. Ja, hier haben wir noch eine Löwekarte. 6 der, 6 der Stäbe und die 5 der Schwerter.
ja, Konfliktkarte hier und ich denke, hier geht es vor allem um den inneren Konflikt. Ja. Und ich denke, der innere Konflikt geht sehr in diese Richtung hier. Ja, das mag vielleicht für den einen oder anderen auch ein Konflikt im Außen sein, wobei sich natürlich oft ja äußere Konflikte entwickeln schon aus inneren Konflikten. Und ich denke aber, diese inneren Konflikte, die stehen hier im Vordergrund. Und dann haben wir aber die Erfolgskarte noch dazu, sprich, ich denke, diese inneren Konflikte kommen zur Ruhe durch diese Auseinandersetzung eben mit sich selbst, ja, und genauso mit den Ängsten wie auch mit den Bedürfnissen, mit dem, was einem wichtig ist, ja. Und man kann also jetzt diese Konflikte in sich langsam auflösen, ja. Ganz interessant ist dann natürlich auch noch, dass die 6 der Stäbe auch mit dem Thema Gemeinschaft oft zu tun hat. Ja. Hier sind oft andere Menschen auch mit eingebunden. Ja. Oder ich kann mich anderen Menschen auch vielleicht wieder anders öffnen. Ja. Und auch hier haben wir diese Bewegung nach vorne in die Weiterentwicklung. Ja, also die Karte heißt ja auch noch der Siegeszug und vor dem Siegeszug findet eben oft eine Auseinandersetzung, ein Konflikt statt. Und in dem Moment, wo ich diesen Konflikt in mir auflösen kann, kann ich mich auch in die Gemeinschaft nach außen auf einer anderen Art und Weise, in einer neuen Art und Weise einbringen. Und ich hatte ja das Thema der materiellen Ebene schon angesprochen und diese Werteverschiebung, die hier auch stattfindet, auf einer ja, eher gesellschaftlichen Ebene auch irgendwo, ja. Sprich, ich werde auch nicht mehr so stark daran gemessen oder ich messe mich auch selber nicht mehr so stark daran, wie viel Geld ich vielleicht auf dem Konto habe oder wie groß mein Haus oder mein Auto ist, ja, sondern es werden andere Werte mit einbezogen zumindest mal, ja, da findet wirklich eine Werteverschiebung statt. Ich hatte es schon erwähnt, ja, diese Entwicklungsphase, die passiert nicht von heute auf morgen und das ist nicht von jetzt auf gleich in der Veränderung, aber diese ersten Schritte, die fangen jetzt an und das wird sich ja noch auf mindestens in diesem Jahr und wahrscheinlich über dieses Jahr hinaus natürlich weiterentwickeln. Ja? Also wir sind hier wirklich ja, insgesamt in so einer Pionierzeit dieser neuen Energie. Aber es ist trotzdem sehr schön, was sich hier dazu schon zeigt. Ja, dann haben wir die 7 der Schwerter. Das ist ja die Karte der Strategie und der Taktik. Ja? Also es kann durchaus sein, dass man sich hier jetzt vielleicht auch erstmal für sich ganz neue Gedanken macht, ja, und versucht mit diesen neuen Gedanken, mit den neuen Gefühlen, mit neuen Inspirationen und so weiter für sich auch erstmal umzugehen. Versucht daraus vielleicht neue Ideen zu kreieren, neue Konzepte für sich zu kreieren, neue Wege auch irgendwo sich zu überlegen. Oft ist das bei der 7 der Schwerter auch was, was man eher so mit sich ausmacht, was man jetzt noch gar nicht so sehr nach außen kommuniziert. Das ist aber auch natürlich hier vollkommen in Ordnung. Ja, die Mäßigkeit-Schützenkarte. Okay, jede Menge Strategien, aber ich möchte lieber mal einzelne Karten dazu. Tja. Wollen sich doch einige zeigen zu diesem Punkt, aber gut, ja. Ja, Mäßigkeit der Hierophant, nochmal die Welt und der König der Stäbe. Ja, der König der Stäbe könnte hier auch sehr unterschiedliche Dinge anzeigen. Der kann natürlich hier mit dem Herrscher zu tun haben. Also je nachdem, wo die Veränderungen in eurem Leben stattfinden und vor allem, wenn es sich hier um berufliche Dinge handelt, ja, dann kann also der König der Stäbe auch, wie gesagt, Firmen, Vorgesetzte und alles in diese Richtung
anzeigen. Und da könnte es dann tatsächlich auch klug sein, wenn man sich mit neuen Wegen beschäftigt, mit neuen Tätigkeitsfeldern oder ähnlichem, dass man sich das wirklich erstmal überlegt, was da als nächstes kommt, wie man weiter vorgehen möchte, bevor man hier vielleicht den Schlusspunkt schon nach außen auch setzt, ja. Unabhängig davon aber haben wir hier zwei Karten, die beide mit Vertrauen zu tun haben. Vertrauen in sich selber, Vertrauen auch irgendwo auf diese Energie, die jetzt spürbar ist, auf die spirituelle Führung auch irgendwo. Auch die Mäßigkeit hat mit diesen ganzen Themen, die ich hier oben schon angesprochen habe, ja, Sinn. Suche oder das Erkennen des eigenen Lebenssinnes. Das Thema Versöhnung spielt bei dieser Karte auch eine Rolle. Diese ganze innere Herz- und Seelenheilung spielt bei dieser Karte eine Rolle. Geduldig zu sein, auch mit sich selbst, ja. Und wie gesagt, nochmal die Welt. Also hier kommt wirklich diese Veränderung, ja, es ist wirklich, wir sind hier in einem tiefen, tiefen Wandel. Und in dem Sinne kann dann auch der König der Stäbe anzeigen, also eure eigene äußere Handlungsebene anzeigen, dass ihr hier wirklich diesen Mut für euch findet und die Kraft in euch findet und den Glauben an euch findet und mutig hier jetzt mit diesen neuen Energien eben auch arbeitet und die umsetzt, ja. Sehr, sehr spannend. Ja, Gerichtkarte, der innere Weckruf. Ja, also ich denke, da brodelt es schon länger in vielen innerlich. Ja, und wie gesagt, da war eine ganze Weile wahrscheinlich dieses Ausharren und darauf warten, dass sich im Außen vielleicht was ändert. Und jetzt wird es für so viele aber spürbar, diese Wandlungsenergie. Und das sehen wir eben hier auch in der Gerichtskarte. Wie gesagt, das ist die Karte des inneren Weckrufs, hat sehr, sehr viel zu tun mit der Herzstimme. Ja, ich hatte ja vorhin schon auf die Herzentscheidung auch hingewiesen. Und da kommen jetzt neue Gedanken auf, neue Gefühle auf, neue Sehnsüchte auf, die sich, wie gesagt, auch nicht mehr einfach so unter den Teppich kehren lassen, sondern die möchten jetzt einfach wahrgenommen werden. Ja. Ja, der Turm und der Magier. Ja, weil hier gewisse Strukturen jetzt einfach in sich zusammenstürzen, ja, die nicht mehr wahrhaftig sind, die keine Wahrhaftigkeit mehr haben oder vielleicht auch noch nie Wahrhaftigkeit hatten. Ja, der Turm hat ja oft so mit Illusionen zu tun. Scheinbaren Sicherheiten, die sich hier eben auch auflösen. Wie gesagt, das sind diese scheinbaren Sicherheiten der materiellen Ebene. Wie gesagt, das ist hier ein sehr, sehr spirituelles Reading und es ist aus dieser spirituellen Perspektive auch gelesen. Und da sind natürlich ja, also jede Menge Geld auf dem Bankkonto ist zwar eine scheinbare Sicherheit, aber wenn ich gleichzeitig da unglücklich bin in der Art und Weise, wie ich zu diesem Geld komme, ja, bleibt es eben trotzdem eine Illusion und eine scheinbare Sicherheit. Ja, das sind so die Dinge, die ich hier anspreche. Es gibt natürlich ganz viele andere Beispiele dafür. Und das kann auch bei jedem so ein bisschen anders sein. Was aber hier zum Vorschein kommt, durch diesen Zusammensturz der Illusionen, ja, ist das, was für einen selbst wahrhaftig ist. Ja, der Magier hat ganz viel zu tun mit diesem Thema der Selbsterkenntnis, der Erkenntnis des eigenen höheren Potenzials, ja, und hat natürlich auch zu tun mit dem Thema Manifestationskraft. Und sprich, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben und diese neue Zeitqualität, die hier so spürbar wird, drängt mehr und mehr in jedem Einzelnen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, was ist meine Aufgabe? Was möchte ich? Was tut mir tatsächlich gut? Was gibt mir eine innere Sicherheit und Stabilität zum Beispiel auch? Ja, und da sind zwischenmenschliche Verbindungen zum Beispiel sehr viel
wertvoller als vielleicht ein volles Bankkonto, ja, aber ich habe keine Freunde. Ja, ich hoffe, ich kann das hier so ein bisschen verständlich machen, wie diese Verschiebung hier vonstatten geht und wohin sie vonstatten geht. Ja, Königin der Münzen haben wir also hier nochmal. Immer wieder hier sich diese Ruhepausen zu gönnen, sich genau in den Rückzug, diesen Rückzug auch zu gönnen, sich diese Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen eben auch zu gönnen, weil hier auf der energetischen Ebene unglaublich viel passiert, einem wahrscheinlich auch unglaublich viel durch den Kopf geht, ja. Und es ist gut, sich immer wieder diese Rückzugsmomente ganz bewusst zu nehmen, um eben genau in diesen Kontakt mit dem eigenen Herzen zu kommen und auch ja letztendlich in die Ruhe zu kommen, eine Herz- oder Herzentscheidung auch treffen zu können, ja. Also ich möchte hier vielleicht auch nochmal betonen, es geht gar nicht zwingend um Riesenveränderungen im Außen, ja, sondern die Veränderungen finden vor allem und als erstes mal im Inneren statt. Das kann natürlich durchaus bedeuten, dass sich auch die äußeren Umstände dann verändern, wenn ich neue Erkenntnisse über mich zum Beispiel dann finde, neue Entscheidungen treffe, neue Schwerpunkte setze, ja. Das bedeutet aber nicht, dass hier für jeden im Außen sofort Riesenveränderungen stattfinden. Da wollte ich jetzt auch noch nochmal drauf hinweisen. Ja, drei der Schwerter, die Karte der Enttäuschung, ja. In einer ähnlichen Qualität taucht das hier auf wie der Turm. Und ja, da sind vielleicht die ein oder anderen auch so ein bisschen schmerzhaften Erkenntnisprozesse mit vorhanden oder gehen da mit einher. Aber in dem Moment, wo ich mir das auch anschaue, wo ich mich damit eben auseinandersetze, wo ich mich dem auch irgendwo stelle und eben dann auch neue Entscheidungen treffe, überwinde ich das auch irgendwo, ja. Und ja, das Wort sagt es schon, Enttäuschung hat natürlich auch mit dem Ende einer Täuschung zu tun. Ja? Und das ist kann ein schmerzhafter Prozess sein, aber es ist natürlich auch ein sehr befreiender Prozess. Und das sehen wir genau hier in der Karte Gerechtigkeit, die ja eben schon auch mit dem Thema Entscheidungsfindung und Entscheidungstreffung zu tun hat. Und durch diese Entscheidung kommen Dinge in den Ausgleich, die vorher nicht in der Balance waren. Ja, und ich denke, ja, hier steht für viele wahrscheinlich nicht das große Drama dahinter, aber es waren mit Sicherheit einige Dinge einfach nicht in der Balance, ja, waren nicht zufriedenstellend, haben dazu geführt, dass man sich hier im inneren Konflikt vielleicht auch befunden hat. Und der kann natürlich, wenn man das langfristig auch so durchhält, ja, dann ist der natürlich nicht so mega präsent, dieser innere Konflikt. Aber in dem Moment, wo sich das auflöst, wird das einem dann erstmal klar, ja, wie lange man hier vielleicht an was festgehalten hat, was eigentlich gar nicht so ja, günstig war für einen selbst und einen nicht glücklich gemacht hat. Ja. Ja, und das, wie ich hatte es vorhin auch schon gesagt, das wird hier im Mai ist der Anfangspunkt, das ist aber nicht der Schlusspunkt, ja, und es wird sich auch weiterentwickeln. Und sehen wir hier dann auch nochmal in der Sechs der Schwerter. Ja, natürlich ist das eine Karte, die auch tatsächlich mit Umzügen, mit Ortsveränderungen, mit Reisen und so weiter zu tun haben kann. Aber es geht hier erstmal um diese mentale, geistige Weiterentwicklung, gedankliche Weiterentwicklung. Ja, da haben wir die Neun der Schwerter, die Fünf der Stäbe und Ritter der Schwerter. Ja, also ich denke,
Mehr und mehr kommt man hier raus aus diesen, ja, eher destruktiven Gedanken, die natürlich eben einhergehen können, ja, mit solchen Energien durchaus. Auch mit Wandlung und Veränderung generell können hier natürlich solche Gedanken mitkommen. Die können natürlich auch schon älter sein, ja. Es kann natürlich sein, dass man hier in einer Situation war, die einen schon ziemlich an den Rand gebracht hat, ja. Ja, und aber durch diese Entwicklung, durch diese Transformation, auf die man sich hier jetzt einlässt, kommen neue Ideen, no, kommt neue Inspiration, möglicherweise auch neue Kontakte, ja, und auch eine neue Klarheit, ja, mit diesem Ritter der Schwerter. Ich denke, man kommt hier raus aus diesen dunklen Gedanken und die Gedanken werden sehr, sehr viel konstruktiver. Wie gesagt, man schließt sich hier vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen, bei denen man das Gefühl hat, okay, bei denen findet was Ähnliches statt und da bewegt sich eben auch was und da sind vielleicht Kooperationen, Zusammenschlüsse und so weiter möglich, ja. Und die fünf der Stäbe, ja, es heißt zwar die Karte der Konkurrenz durchaus auch, aber auch die Kinder im spielerischen Kampf, ja. Und es ist eher auch eine kreative Karte, eine Karte, die mit Inspirationen zu tun hat, die mit Schöpfungsprozess letztendlich auch zu tun hat, ja. Ja, ganz spannender Monat, dieser Mai. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Ich habe ja schon viele von den anderen Legungen gemacht und das Thema spiegelt sich in den eigentlich in allen Legungen auch wieder. Und ja, also ich denke, wir können hier mit offenen Herzen in diese neue Zeit auch wirklich gehen, ja. Und ich denke, hier tut sich was auf einer ganz wunderbaren Ebene. Und diese Energie, die ich auch spüre, die fühlt sich so liebevoll an, ja, und so voller Zuversicht und Zuneigung. Und ich wünsche euch in diesem Sinne auch und unter dieser Energie einen ganz fantastischen Mai. Und alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.